Ich habe einfach überall Matsch im Gesicht. Okay, 3, 2, 1. Und wir treffen jetzt auch schon gleich den größten Mann der Welt. Stell dir vor, ich würde hinter ihm in der Bahn stehen. Ich würde einfach die ganze Zeit an seinem Arsch riechen. It's me! Peace, Leute! Herzlich willkommen mal wieder aus Amsterdam. Wir sind immer noch hier und genießen diese geile Sonne. Ich habe sie wirklich so sehr vermisst. Ich bin Kim Caramella. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Also einfach hier auf den Abonnier-Button drücken. Da, da, da. Hier an meinem Bein. Und dann habt ihr einfach alles richtig gemacht. So, wir haben uns erstmal ein paar Getränke geholt. Irgendwie was Fancyes, was wir, glaube ich, noch nie so richtig in Hilsum gesehen haben. Aber vielleicht gibt es das, eventuell nicht. Und ihr kennt mich, immer wenn es was umsonst gibt, ne? Nehmen wir was mit. Also Maurice, gönn dir. Stößchen. Und was ist mit mir? Danke. Nimm ruhig. Die riechen genauso gut wie Maurice Achseln, da rieche ich auch immer drunter. Es ist momentan sehr windig hier, wir befinden uns mitten auf der Straße. Ich fliege weg. So Leute, wir machen uns jetzt glaube ich erstmal wieder auf den Weg zu unserem Campingplatz. Die Stadt ist auf jeden Fall wunderschön, aber der Campingplatz ist auch schön, besonders diese schöne Wand. Sieht voll scheiße aus hier. Du siehst scheiße aus. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder campen, ne? Wir sind wieder in unserem Real Life Bag, Alter. Luxus. Hi. Der Super Butterflip! Warm von der Sonne wahrscheinlich, oder? Nicht heiß, weil die jemand hatte. Ja, okay, wie lange er seine Hand draufhalten kann. Hand? Was ist das denn? Ein Finger. 3, 2, 1. Das war schmerzhaft. Haft zum Befehl. Hey Kim, ich hab hier noch was für die Hater. Oh. Der neue Hater. Nicht zum Ernst nehmen, sondern zum Abbeißen. Hab aber überall Fahrrohre. Peace Leute, was geht ab? Ich melde mich gerade nochmal vom Campingplatz. Falls ihr euch fragt, wieso ich so aussehe. Ja, also falls ihr sehen wollt, was wir auf dieser Insel dort alles gemacht haben, dann müsst ihr euch auf jeden Fall das Video von Artus geben, das ist zu krank. Ich habe einfach überall Matsch im Gesicht. Meine Schuhe waren mal weiß. Ihr könnt, oh mein Gott, Leute, ich, nee. Also ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg in die Dusche. Ich dachte auch, wir entspannen heute einfach nur ein bisschen, aber so ist es nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal duschen gehen, denn ich will heute den Abend noch ein bisschen genießen können und das ohne Schlamm im Gesicht, am Fuß. Ihr wollt nicht wissen, wo dieser ganze Schlamm ist. Ich glaube, ich mache hier einfach alles dreckig. Lecker. Campingduschen sind einfach das Beste. Nicht. Der Dreck ist einfach durch meine Hose komplett an meine Beine. Das ist so krass. Ich weiß echt nicht, ob ich diese Schuhe jemals wieder sauber kriegen werde. Ich war duschen, meine Schminke ist noch über unter meinem Gesicht. Ey, ich sehe so schlimm aus. Und die sind einfach immer noch auf dieser behinderten Insel. Das ist nicht normal. Ich wollte einfach nur Kniffel spielen. Guten Morgen. Was geht, Leute? Es ist ein neuer Tag angebrochen. Und Maurice' Schuhe sind leider immer noch nicht sauber. Aber mein Gesicht ist wieder fresh und wir haben gut geschlafen. Deswegen können wir jetzt wieder gut in den neuen Tag starten. Es ist unnormal geil, mit so Wasserform aufzuwachen. Vor allem bezahlt man ja nicht viel für eine Übernachtung hier und das ist einfach wie Urlaub. Das ist voll geil. Heute ist unser letzter Tag und deswegen wollen wir den auf jeden Fall nochmal ausnutzen. Und wir fahren gleich nochmal in die Innenstadt und da werden wir noch was Besonderes machen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich wollte das schon immer mal machen und da seht ihr ja dann alles. Wollen wir gleich erstmal frühstücken? Ja. Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich beim Frühstücken. Ey Leute, diese Wand ist so geil und die ist so geil für Fotos. Man könnte einfach so. Richtig geile Fotos machen. Sparen. So, das ist unser Campingfrühstück. Marmelade. Schinkenwurst. Echte Butter. Echte was? Echte Butter. Also guten Appetit, Maurice. Danke. Bitte. Ich finde das Frühstück unnormal. Das ist einfach so entspannt und chillig.
Wir sind in der City, leider zum letzten Mal. Wir müssen jetzt erstmal noch mal ganz kurz neue Schuhe kaufen. Und dann werden wir in ein Museum gehen. Das heißt Believe It or Not. Und da werden so richtig krasse Sachen ausgestellt. Und die schauen wir uns zusammen an. Yeah! Wir sind jetzt angekommen, wir sind in dem Believe It or Not Museum und wir treffen jetzt auch schon gleich den größten Mann der Welt. Er war einfach 2,72 Meter, das ist einfach wirklich unglaublich. Also gerade sitzt er noch, aber ich glaube gleich steht er noch auf und dann werden wir ihn nochmal besuchen. Das ist einfach das größte Ding der Welt. Ey Maurice, was machst du da? Wir sind zwar in Amsterdam, aber Paris ist einfach auch hier. Je voudrais une baguette avec mon moustache. J'aime. Voulez-vous coucher avec moi? Wärst du dafür, dass wir auch mal in den Dschungelcamp gehen? She's neck has been stretched. Du hast einen ganz schön langen Hals, Mann. Denkst du, ihre Mutter war eine Giraffe? Ey, das ist so krass. Hier gibt es so ein geiles Bild. Das sieht so geil aus. Und ihr werdet niemals erraten, aus was dieses Bild besteht. Es sind einfach Jelly Beans. Hier kann man einfach ausprobieren, ob man seine Zunge rollen kann. Und ich glaube, ich kann das ganz gut. Also hier wird einem gezeigt, wie man das macht. Kannst du das, Maurice? So. Aber das andere kann ich nicht, du? Nein, kann nicht. Ey, guck mal, wie lange diese Schnitten. Meine Hände sind so groß. Kim, komm. Ich kann auch warten noch kurz. Die sind einfach nicht echt. Die haben uns einfach hochgenommen. Er tut die ganze Zeit so, als würde er ein Foto von ihr machen, ey. Was? Was passiert, wenn wir auf diesen Knopf drücken? Ja? Oh mein Gott, Transformers! Ja, Prost, ne? Prost, Brudi. Prost. Wir haben jetzt zwar schon krasse Sachen gesehen, aber wir werden jetzt den größten Mann der Welt sehen. Und das ist so heftig. Und ich glaube, wir werden auch den dicksten Mann der Welt sehen. Komisch, dass es immer nur Männer sind. Let's go. Wenn ich neben ihm stehe, würde er mich, glaube ich, gar nicht hören. Guck mal bitte. Ich bin einfach so... Stell dir vor, ich würde hinter ihm in der Bahn stehen. Ich würde einfach die ganze Zeit an seinem Arsch liegen. Also ich denke ja schon immer, okay, mein Summer Body ist noch nicht so krass. Aber schätzt mal bitte, wie viel dieser Typ gewogen hat. Was ist das? Das ist nicht normal. Maurice, schätzt mal, wie viel er gewogen hat. 604 Kilo. Nein, 635 Kilo. Es ist einfach Wally. Er ist so süß. Ey, ich brauche auch unbedingt so einen. Er räumt immer so deinen ganzen Müll und so weg. Das ist übel chillig. Oh, oh, oh. Oh, Alter, 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 ey, das dreht sich mal. Ey, ich komm nicht klar. Ey. Ey, drehen wir uns oder? Alter, Alter, das dreht sich. Das dreht sich. Ey, geh mal raus, ich glaube, man dreht sich nicht. Oh das mein ist Gott. So verrückt. Ey, Leute, das ist einfach eine Raumfahrtsimulation und das ist, man denkt, man dreht sich selber. Bam! Wenn ich irgendwann mal auf einer Fashion Week laufen sollte, dann werde ich safe dieses Kleid tragen. Das ist einfach aus Skittles. So, das Ding ist, es wird wahrscheinlich vor der Fashion Show gar nichts mehr davon da sein, aber. Jo, Tadeus, wie geht's dir heute? Wollen wir Krallenfischen gehen? The Magic Hat. Leute, hier ist einfach der sprechende Hut. Are you afraid of spiders? Yes. Ey, es sieht so cool hier aus, Leute. Kann ich auch so welche Treppen in meinem späteren Haus haben? Also, wir haben jetzt einen neuen Freund getroffen und er möchte auch ein bisschen bekannt werden. What's your name? Gabi. Okay. You live here? Yes. Okay. What do you think about the tallest man? It's a sad life. Yeah, that's it. Okay. Alright, cool. So, wir sind jetzt gerade aus dem Museum zurückgefahren. Es war richtig krass. Es gab so viele coole Sachen und so viele Illusions. Und jetzt sind wir wieder zurück. Wir fahren gleich schon wieder los nach Deutschland, nach Hildesheim. Wir holen jetzt unser Auto, weil wir ja gleich zurückfahren. Wir haben auf so einem Parkplatz geparkt, wo wir nicht richtig wussten, wie viel wir bezahlen müssen. Wo wir eigentlich auch einen Rabatt bekommen. Und wir hoffen, dass wir diesen Rabatt jetzt einlösen können. Wenn wir diesen Rabatt nicht bekommen, müssen wir halt 2,40 Euro pro Stunde bezahlen. Und wir waren halt mindestens 48, wenn nicht 50 Stunden auf diesem Parkplatz. Also entweder wir bezahlen jetzt unnormal viel oder wir bezahlen 3 Euro, also 1 Euro pro Tag. Hier ist einfach komplett das Chaos. Alle Leute stehen hier, wissen nicht, was zu tun ist. Ich habe unnormal Angst. Da steht einfach 48 Euro. Ey,
dachte man, wir haben gerade unser Parkticket reingesteckt und wir müssen einfach 48 Euro bezahlen. 48 Euro für, keine Ahnung, für 2 Tage, das ist unnormal viel. Uns wurde halt gesagt, dass wir diesen Rabatt bekommen, wenn wir halt so ein Fahrticket uns kaufen. Jetzt ist das irgendwie doch nicht das Richtige. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück, holen uns ein neues Parkticket, holen uns ein neues Bahnticket und hoffentlich bekommen wir dann diesen Rabatt, weil eigentlich müssten es nur 2 oder 3 Euro sein. Wir waren jetzt gerade nochmal am Pampers Campingplatz und haben uns jetzt nochmal ein neues Ticket geholt, weil wir ja eigentlich sonst jetzt 48 Euro bezahlen müssen. Und die meinten, wenn wir jetzt ein neues holen und damit jetzt nochmal hin und wieder zurückfahren, kriegen wir diesen Rabatt. Deswegen hoffen wir jetzt einfach, dass es gleich funktioniert. Genau. Oh mein Gott, ey, wir müssen Gott sei Dank nur 2 Euro bezahlen. Ich hätte keine 48 Euro bezahlt, um hier rauszukommen. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte wirklich so Angst. Das hätte auf jeden Fall nicht ins Budget gepasst. Wir sind wieder zu Hause, wir haben unser Bett wieder und saubere Sachen und yay. Wobei es wirklich unnormal schön auf diesem Campingplatz war. Also ich würde das jedem weiterempfehlen. Achso, und ihr müsst auf jeden Fall diesen Channel abonnieren für coole Videos, weil morgen kommt auch wieder eins und das ist so crazy. Wow. Also bis morgen. Peace, peace. Haut rein. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out.